Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder ein spannendes Thema und zwar geht es um die vier Überlebensstrategien, die wir als Mensch haben. Vielleicht kennst du die Kampf- oder Fluchtreaktion. Und zwar ist es so, dass wir als Mensch auf vier verschiedene Möglichkeiten automatisch auf Gefahrensituationen reagieren können. Und zwar ist das mit der Kampfreaktion, mit der Fluchtreaktion, mit der Erstarrungsreaktion oder mit der Unterwerfungsreaktion. Kampfreaktion bedeutet, dass ein Mensch automatisch sehr aggressiv auf eine Gefahrensituation reagiert. Bei der Fluchtreaktion ist es so, dass der Mensch vor der Gefahr davonläuft oder in Hyperaktivität verfällt. Die Erstarrungsreaktion bedeutet, dass der Mensch in die Erstarrung fällt, weil er merkt, dass Widerstand zwecklos ist. Die Unterwerfungsreaktion ist eine Reaktion, wo man versucht, den Aggressor oder die Gefahrensituation zu beschwichtigen. Traumatisierte Kinder haben die Neigung, dass sie sich zu einem Reaktionsmuster hingezogen fühlen. Diese Strukturen helfen den Kindern, ihre schreckliche Kindheit zu überleben. Das Problem ist, dass diese Reaktionsmuster oft als Erwachsene eben leider Gottes auch bleiben, obwohl wir als Erwachsene eigentlich nicht mehr auf ein solches starkes Reaktionsmuster angewiesen wären. Die Fixierung auf ein bestimmtes Reaktionsmuster hängt vom Missbrauch ab, den wir als Kinder erlebt haben, oder eben auch die Vernachlässigung, sowie von unserer genetischen Disposition. Ich zum Beispiel bin ein Kampf-Unterwerfungstyp, wobei ich bei Gefahr dann auch in den Krieg ziehen kann. Menschen, die in ihrer Kindheit eine ausreichend gute Erziehung und in einem ausreichend guten Elternhaus aufgewachsen sind, verfügen auch später im Erwachsenenleben über gesunde Formen, wie sie auf Gefahrensituationen reagieren können. Das heißt, sie haben einen angemessenen Zugang zu ihren Überlebensstrategien. Das heißt auch, dass sie bei Gefahrensituationen oder bei Angriffen von anderen Menschen in einer gesunden Art und Weise sich wehren können. Sie verfügen über eine gute Abgrenzung und auch eine gute Durchsetzungsfähigkeit. Nicht traumatisierte Menschen können ebenso auch in Gefahrensituationen oder in Situationen mit anderen Menschen erstarren, weil sie einfach merken, dass Widerstand zwecklos ist und dass vielleicht ein Kompromiss in dieser Situation besser angebracht wäre. Nicht traumatisierte Menschen können sich auch unterwerfen in einer gesunden Form und sind auch in der Lage, dann dem Gegenüber zuzuhören und Kompromisse zu schließen. Wer in der Kindheit wiederholt Traumatisierungen erlebt hat, der lernt ein oder zwei Reaktionsmuster durch eine übermäßige Inanspruchnahme, weil er immer in Abwehrhaltung sein musste. Die Fixierung auf diese Überlebensstrategien beeinträchtigt den traumatisierten Menschen leider in der einen oder anderen Art und Weise. Traumatisierte Menschen haben verlernt, angemessen auf Situationen zu reagieren und können sich deshalb auch kaum entspannen. Die übermäßige Fixierung auf ein oder zwei Bewältigungsstrategien ist der verzweifelte Versuch eines Kindes, dauerhaft bestehende Gefahr zu bewältigen. Im Erwachsenenleben haben alle vier Typen, das heißt der Flucht-, der Kampf-, der Unterwerfungs- oder der Erstarrungstyp, Probleme mit Intimität. Das liegt daran, dass zwischenmenschliche Nähe in uns oft emotionale Flashbacks hervorrufen kann. Sie erinnert oft daran, dass wir als Kinder ohne eine tröstliche Bindung überleben mussten. Ich möchte euch gerne jetzt die vier Typen vorstellen, also beginnen wir mit dem Kampftyp. Der Kampftyp vermeidet alle Intimität, indem er andere kontrollsüchtig und wütend kontrolliert und nach bedingungsloser Liebe schreit. Der Fluchttyp ist ständig irgendwie beschäftigt und vermeidet so wirkliche Beziehungen. Oft versteckt sich dieser Typ hinter einer Maske und arbeitet insgeheim an
sich selbst, damit er möglichst liebenswert dann auch wahrgenommen wird. Der Erstarrungstyp versteckt sich am liebsten in seinen vier Wänden, träumt vor sich hin, weil er glaubt, dass enge und intime Beziehungen für ihn nicht sind. Der Erstarrungstyp neigt dazu, auch Internetbeziehungen einzugehen, weil er sich dann nicht wirklich tief auf das Gegenüber einlassen muss. Der Unterwerfungstyp meidet Beziehungen, indem er sein Selbst kaum zeigt. So muss er keine potenzielle Bindung eingehen und kann somit auch nicht enttäuscht werden. Der Unterwerfungstyp versteckt sich hinter einer hilfsbereiten Maske und ist auf übertriebene Art und Weise bemüht, es allen in seinem Umfeld recht zu machen. Das heißt, das sind Menschen, die sehr bemüht sind, auf das Gegenüber einzugehen, dem Gegenüber zuzuhören, was aber auch eine Form der Vermeidung ist, eine enge Beziehung einzugehen. Weil wenn man sich nur auf den Partner konzentriert und immer nur seine Probleme anhört, muss man ja auch nichts von sich selbst preisgeben und macht sich somit auch nicht verletzbar. So, ihr Lieben, das war die vier Überlebensstrategien. Vielleicht ist dir ein Licht aufgegangen, vielleicht hilft dir das Video in irgendeiner Form weiter. Die Quellenangabe ist das Buch, das ich euch unten von Pete Walker nochmal notiert habe. Ja, wo ich einfach so die Infos auch immer wieder draus ziehe und dann für euch Videos mache. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit. Ich hoffe, es geht dir gut. Und wenn es dir nicht gut geht, dann tu das Bestmöglichste, dass es dir wieder besser geht. Ich mache das auch. Und ich schicke euch ganz viel Licht und Liebe.